Maske. Wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen. Geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks. Catboy und der Schrumpfer. Kommt, ich freue mich schon so auf die Spielplatzschaukel. Wusch! Ich mag die Drehscheibe am liebsten. Whee, woo. Die Teile sind ganz nett, aber ich gehe heute zu den Geräten für die Großen. Das geht nicht. Du bist noch nicht so groß wie auf der Messlatte. Bin ich doch. Endlich bin ich so groß, um auf der Seilbrücke und dem Klettergerüst spielen zu dürfen. Das wird super mega. Was ist mit dem Spielplatz? Sogar die Sachen für die Großen sind winzig. Naja, jetzt ist jeder dafür groß genug. Da darf ich endlich auf den Sachen für die Großen spielen und auf einmal ist es alles klein. Und nicht nur der Spielplatz ist winzig. Schaut! Hä? Wir müssen herausfinden, wer das getan hat und warum. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks! Die Dinge werden zwar kleiner, aber ich bin immer noch groß. Wir werden bald wissen, was hier los ist. Zum Katzenflitzer! Sind noch mehr Dinge winzig. Guckt euch mal den Brunnen an. Und sogar das Schild. Was? Schlitternde Schlange! Schaut! Na los, Pyjama-Helden! Wir müssen herausfinden, wie diese Dinge geschrumpft werden. Romeo! Hallöchen, Pyjama-Helden. Dann steckst du also dahinter. Nein. Ich bin das. Nacht-Ninja, du warst das? Er war's nicht. Ich habe den Schrumpfer erfunden. Du hast ihn erfunden, aber du kannst ihn nicht benutzen. Doch, kann ich. Ich drücke die vielen Knöpfe hier. Aber ich ziele mit dem Schrumpfschlauch. Oh? Komm schon, feuern wir mit dem Teil los. Hey, hört auf damit. Ha, okay. Alles, was wir bisher geschrumpft haben, war sowieso nur Training. Training für das, was wir eigentlich schrumpfen wollen. Euch! Uns? Ja, wenn ihr Pyjama-Helden-Mini seid, kann ich endlich in Ruhe die Weltherrschaft an mich reißen. Und ich kann Pyjama-Linus aus euch machen. Ihr seid dann ganz winzig und hilflos. Dann müsst ihr tun, was ich euch sage. Ziemlich böse. Die Weltherrschaft an sich zu reißen ist böser. Ist es nicht. Doch, ist es. Ist es nicht. Ist es doch. Stimmt nicht. Ist ganz egal, wer böser ist. Weil nichts davon passieren wird. Ich bin ein großes Kind. Mich kann keiner schrumpfen und meine Freunde auch nicht. Alles soll wieder in normale Größe verwandelt werden. Los geht's, Pyjama-Helden. Sei vorsichtig, Catboy. Keine Sorge, ich schaff das. Ha, alles, was du schaffst, ist Schrumpf. Catboy! Das ist grauenhaft. Oh, seht euch das kleine Kätzchen an. Einer geschrumpft, fehlen noch zwei. Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir! Ich brauche keine Hilfe. Ich bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo! Catboy!
zum Tanzen, Ninjalinos. Was? Ich will nicht tanzen. Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen. Mein Plan ist brillant. Nicht so brillant wie die Weltherrschaft an sich zu reißen. Natürlich ist er das. Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will. Super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich, Catboy! Und ich hab dich auch! Hört auf zu starren, Ninjalinos! Hinterher! Ringelndes Reptil, wir brauchen einen Plan! Einen, der auch mit ihren Kleinen funktioniert. So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los! Sollte ich dieses Mal fahren? Keine Sorge, Catboy, du wirst wieder normal werden. Aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden? Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindliger Ninja! Wie nennst du hier schwindlig, du strampelnder Clown? Woohoo, ja! Hey! Woohoo, der großartige Catboy surft auf dem Schrumpfer! Auch wenn ich klein bin, wir haben es geschafft! Wow. Schrumpfer! Wo ist Catboy? Super Eulenaugen! Catboy! Was ist passiert? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte wissen müssen, dass ich so klein nutzlos bin. Du bist doch nicht nutzlos. Du kannst immer noch helfen, den Schrumpfer zurückzuholen. Wie? Ich bin so winzig. Catboy? Ich kann dich nicht sehen. Bin ich etwa auf ihn draufgetreten? Seht ihr? Ich bin so klein, dass ich fast unsichtbar bin. Moment, das ist es. Statt mich darüber zu ärgern, so klein zu sein, können wir das nutzen. Dazu müssen wir nur alle zusammenarbeiten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Das Getanze ist schon okay. Aber ohne den winzigen Catboy ist das nicht so lustig. Hey! Vielleicht sollte ich euch Ninjalinos schrumpfen. Hör auf damit! Du weißt doch nicht mal, welche Knöpfe zu drücken sind. Und du kannst nicht mal mit dem Schrumpfschlauch zielen. Doch, das kann ich. Nein. Kann ich doch. Eure Zeit ist um. Her mit dem Schrumpfschlauch, ihr Fieslinge. Schrumpft dieses Federvieh mit dem Spatzenhirn. Und schnappt euch die Eidechse, Ninjalinos. Bereitet euch aufs Schrumpfen vor, Pyjama-Helden. Wow. 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 Eulenaugen! Wow. Was ist los mit dir? Irgendwas kitzelt mich. Ninjalinos, schnappt euch den Schrumpfer! Eulen, bitte in die Schulter!
Hol einfach den Schrumpf. Weg hier! Sehr gute Arbeit, Pyjama-Helden. Jetzt müssen wir nur noch alles wieder in die normale Größe bringen. Und jetzt schrumpfen wir den Schrumpfer, bis er ganz verschwindet. Ja! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Du bist tatsächlich groß genug, Connor. Na dann, spiel an den Geräten der Großen. Ja, aber ich will lieber mit euch zusammen sein, bis ihr sie auch benutzen könnt. Na los, gehen wir zur Drehscheibe. Bevor ich dafür zu groß werde. Ja! Eulette und der Mondball. Also, jetzt heißt's wir gegen euch, Jungs. Und mich. Du? Du kannst doch gar nicht Fußball spielen. Schaut euch Amaya an! Amaya ist großartig! Jetzt passen! Komm schon! Amaya, zu mir her! Was? Oh. Amaya, spiel ihn zu Greg! Vergiss nicht, wir sind ein Team! Nicht nötig, Connor! Schau her! Amaya! Von Fußball verstehst du eben nichts. Doch, tu ich. Ich brauche nur noch einen Versuch. Ich gehe den Ball holen. Wir helfen dir. Da ist er. Hä? Hey! Was ist das? Keine Ahnung. Eine Motte. Dann schätze ich mal, dass Luna Girl was damit zu tun hat. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu... Echo! Ja! Connor wird zu... Amaya wird zu... Eulette! Die PJ Masks! Unsere erste Aufgabe? Ein Gefährt aussuchen! Ups, du bist auf einem Fellball ausgerutscht. Wo kam der denn her? Der Eulengleiter könnte uns dabei helfen, Luna Girl von oben zu erspähen. Aber der Katzenflitzer wäre besser, um sich anzuschleichen. Wow! Ich hab ihn! Eulette, was soll denn das? Ich zeig euch nur, wie gut ich Fußball spielen kann. Wow! Ups. Wir nehmen das Gecko-Mobil. Gehen wir! Also, wir suchen einen großen, weißen, spielzeugverschlingenden Ball. Er könnte überall sein. Er bewegt sich in Richtung Park. Bei meinen Schnurrhaaren. Was machst du da, Luna Girl? Die Pyjama-Helden. Darf ich vorstellen? Mein Mondball. Ich sauge alle lustigen Tagspielsachen ein, damit ich sie in der Nacht ganz für mich allein hab. Nicht, wenn wir dich vorher aufhalten. So meint ihr? Ha! Mein Mondball saugt nicht nur viele lustige Spielsachen ein, sondern auch Pyjama-Plagegeister. Was? Oh nein, Gecko! Hä? Wow!
erlaubt. Vielleicht, weil wir ihn weggekickt haben. Ja, der ist wie ein Mega-Fußball. Schaut, was ich drauf hab. Hey! Wow! Ups, entschuldigt. Aber was für ein Schuss. Kopfball! Ah, super Katzensprung. Nicht runterfallen, Katzenklo-Bubi. Nein, das wirst du nicht tun. Oh. Aha! Wow, Luna Girl, lass mich runter! Mich runterlassen? Okay. Ich fang ihn! Nein, ich fang ihn, Gecko! Ich fang ihn! Überlass mir das, ich fang ihn! Ha, Pyjama-Kracher! Bis dann! Nachdem ich die Pyjama-Plagegeister los bin, wird es Zeit, den Spielplatz einzusaugen. Wir müssen Luna Girl aufhalten. Zum Glück bin ich auch gut im Zweikampf. Warte, wir müssen im Team arbeiten. Zuerst sauge ich das Drehdings ein. Zu spät, Luna Girl. Was? Na, ich werde dich schon erwischen, du Spatzenhirn. Fang mich, wenn du kannst. Es soll aufhören! Bitte! Wow! Super, Gecko-Muskeln! Und jetzt müssen wir den Mondball zerstören, damit Luna Girl nicht noch jemandem mein Spielzeug stiehlt. Wartet! Zuerst zeige ich euch, was ich Tolles kann. Bitte schieß den Ball zu mir. Ja, gleich. Aber erst schau zu. Tor! Ich hab's geschafft. Nein. Ah! Mondbord. Das Spatzenhirn wurde eingesaugt. Hilfe. Ich hab ein Vögelchen gefangen. Mondmagnet wirbelt das Vögelchen schön herum. Doch nur den Ball zu Catboy geschossen. Hüpf, hüpf, kleines Vögelchen. Super Katzensprung. Was? Jetzt, Gecko. Es wird schon wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gecko? Tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas... Naja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gecko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Hier lang. Ein bisschen nach links. Pass auf, da ist eine Laterne. Ha! Aha! Mondball, komm zu mir zurück. Nein! Hey, warum bleiben wir stehen? Das ist Luna Girls Mondmagnet. Er ist zu stark. Oh, ich weiß was. Wir müssen als Team spielen. Gecko, setz deine Supermuskeln ein. Catboy, verwende dein Superkatzentempo. Und ich nutze den Wind meiner Eulenflügel. Ja. Großartig gemacht, Pyjama-Helden. Nutzloses Teil. Jetzt bringe ich ihn zum Platzen. Super Gecko-Muskeln. Und los, rollen wir ihn so schnell wir können, Team. Ja. Was macht ihr da? Nein, nein, nein. Woohoo!
sammeln sie ein und bringen sie dorthin zurück, wo sie hingehören. Ich hab sie anständig und ehrlich gestohlen. Und ihr habt meinen Mondball platzen lassen. Du kannst unseren Ball haben, wenn du willst. Hä? Wozu soll ein kleiner, doofer Ball wie der da gut sein? Ha! Na ja, irgendwie ist er schon ganz cool. Den lasse ich hier. Also los, bringen wir die Spielsachen zurück. PJ Masks flüstert leise Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Du glaubst also immer noch, du kannst Fußball spielen? Hä? Hey! Hey! Komm schon, Amaya, schieß! Nein, Greg ist näher dran als ich. Treffer, Cameron. Super Schuss. Ja, du bist ein hervorragender Teamspieler.